Hallo und willkommen zurück zu eigentlich ist gar nichts passiert. Wusste ich's doch, in Spielen ist nie alles verloren. Aber alles andere wäre auch fies. Oh nein, man ist dem Spieler gegenüber fies. Wie kann man als Spieler gerne mir gegenüber, kann man als Spiel gerne fies gegenüber sein Toten tun? Nur halt nicht unfair. Das ist ein Unterschied. So, plötzlich hat sich der Computer ausgeschaltet, sicherlich in diesem Blackscreen. Gute Nacht. Das ist das Einzige, was wir den ganzen Tag machen, denn es sind ja Ferien. Ich muss mal pipi. Jetzt bin ich überhaupt nicht mehr müde. Wie seltsam. Wir sind wahrscheinlich wieder in einem Traum. Ich sehe den Arsch vor Augen nicht. Vor allen Dingen, weil ich hinten keine Augen habe. Ist das der Ausgang? Ist hier ein Ausgang? Ich halt mal Shift gedrückt. Ist hier was? Ist das ein Buch? Ich sehe nichts. Seriously, es ist super dunkel. Ist das eine Lampe? Ja, und warum können wir die nicht anschalten? Hallo? Weil es wieder ein Traum ist? Hallo? Ich ersticke mich einfach mit diesem Kissen. Hallo? Kann man hier runter? Ach ja, man sieht ja so gut, wo man hinklicken kann. Warum so dunkel? Hallo? Die Steuerung ist schon so ein bisschen abgefuckt. Da kann man doch nicht... Ja, egal. Wir gehen jetzt mal raus. Oder auch nicht. Auf Toilette. Ich muss mal pipi. Das geht nicht, aber wir können lustig mit dem Gesicht flackern. Dann muss das ein Traum sein. Moment, die Eingänge zu Küche und Schlafzimmer sind... Die sind auch noch vorhanden, nur nicht sichtbar, weil es sehr, sehr dunkel ist. Oh nein, Alex, was ist passiert? Weinst du etwa, du Memme? Was hast du? Soll ich den Arzt rufen? Ich mach mir irgendwie Sorgen. Also ich als Figur Josh. Ich als Spieler nicht. Ich erinnere mich nicht. Nicht mehr an Moms Gesicht. Oh nein. Es ist auch schon lange her. Du Memme. Passiert uns das allen, werden wir alle vergessen. Warum liegst du eigentlich in der Küche? Beim Butterbrot schmieren habe ich das Gesicht von Mutter vergessen. Ich weiß nicht, vielleicht... Ich will nicht verschwinden. Hä? Das tust du doch auch gar nicht. Doch. Hallo, du bist noch ziemlich jung, also... Wir verschwinden alle. Ach, Existenzkrise, die Pubertät hat eingesetzt. Wenn es niemanden mehr gibt, der sich an unsere Gesichter erinnert, dann hat es uns doch auch nie gegeben, oder? Darf ich bitte ausziehen aus diesem Haus? Wäre das nicht grausam? Ja. Aber es stimmt doch gar nicht. War dort nicht jemand? Ja, definitiv ein Traum, aber hat sich das jetzt auch auf die Realität ausgewirkt? Nur ein Traum. Na gut, das erklärt natürlich, warum er in der Küche lag, weil es ein Traum ist. Ein Glück. Oder Alex ist wirklich weg. Aber er kann sich noch an ihn erinnern. Nicht so im Traume. Warum träume ich sowas? Alex verschwindet doch nicht einfach. Achtung, jetzt wird er verschwunden sein. Dad schimpft immer, wenn ich im Schlafanzug frühstücken komme. Ich will auch überhaupt nicht frühstücken. Ich würde nach Alex gucken. Dem ist es doch egal, wie ich angezogen bin. Außerdem ist die Cola noch zu 3/4 voll. Alex! Alex! Wir hatten gerade einen Albtraum über Alex und ich würde gerne nachprüfen, ob Alex noch da ist. Nein, natürlich. Wir gehen erstmal ganz casual frühstücken. Das Naheliegendste, nachdem impliziert wurde, dass wir nach Alex gucken sollten. Da ist er ja. Hallo. Wieder Kaffee für mich? Oh, er ist kalt. Ich fühle mich wie Harry Potter. Morgen. Guten Morgen. Und jetzt? Schönes Wetter. Dad? Hä? Ist alles in Ordnung? Du wirkst so bedrückt. Du hast überhaupt keine Zeilen im Skript.
Ja, ich denk schon. Doch, jetzt habe ich aus dem Spiel geklickt. Ja, ich denk schon, ich denk immer noch. Wenn irgendwas ist, sagst du es, ja? Ich meine, wenn irgendwas ist, sagst du es, ja? Männlich. Wir wissen doch, was los ist. Wir schulden dem Onkel irgendwas. Eigentlich nicht, aber der will, dass wir ihm was schulden. Es kann sein, dass wir bald etwas weniger Geld haben. Warum nur? Ich dachte mir schon, Onkel will sich ausbezahlen lassen, nicht? Oh, Entschuldigung, Onkel will sich ausbezahlen lassen, nicht? Ja, eure Tante scheint krank zu sein. Er wollte nichts Näheres sagen, aber die Behandlung scheint teuer zu sein. Dad, wir kriegen das hin. Wir essen weniger Fertigpizza, obwohl die nicht so teuer ist, und kaufen weniger unnützen Kleinkram. Aber Fertigpizza ist nicht teuer und ist ein ganzes Gericht. Selber kochen ist oft ein bisschen teurer. Kommt drauf an, was man macht, aber meine Fertigpizzen sind nicht teuer. So 2,50 für 2 bis 3 Pizzen darin? Das ist nicht teuer. Ich meine, jede Pizza ein Tag, das heißt, wenn du das dann nochmal halbierst, sagen wir mal, da sind 2 Pizzen in einer Packung, mit 2,50, da hast du eine Ausgabe von 1,25 Euro für jeden Tag. Das ist nicht viel. Außer die essen hier natürlich so viel Pizza, dass sie gar nicht mehr ohne Pizza können und die fressen am Tag so 5 bis 10 in sich rein. Weiß ich ja nicht. Vielleicht sind das so verfressene Belger. Zieh Pullover an, bevor wir Geld fürs Heizen rauswerfen und sehen zu, dass wir die Lampen nicht einfach brennen lassen. Danke, ihr seid gute Jungs. Lernt schön fleißig, ja, dann kommt ihr nicht in solche Situationen. Ja! Buh-boi! Aber mit der Spielerei kommt ihr wirklich niemals weit im Leben. Aber wieso denn? Schaut mich doch an! Das nun wieder. Mit Lesen und Puzzeln auch nicht. Dabei lernst du wenigstens etwas, nämlich Puzzeln. Und mit Videospielen lernt man ja Puzzle überhaupt nicht. Es gibt gar keine Puzzle-Software und es gibt auch keine Lernsoftware. Überhaupt in diesem Internet, ja, hat ja nicht direkt was mit Spielen zu tun, aber in diesem Internet, da stehen ja gar keine Informationen. Und auch nicht in Videospielen. Wie lernt man denn durchs Puzzeln? Geduld. Durch Geduld lernt man? Das lernt man auch, wenn man sich mit Windows herumschlägt. Und ich kann das später auch beruflich machen. Das was gibt's doch gar nicht. Computer haben keine Zukunft. Sicher nicht mit deinen Noten. Nur wenn du mal aus deiner Fantasy-Welt rauskommst und anfängst in der Realität zu leben, dann ist was dran. Wenn die Realität darin besteht, alles sein zu lassen, was mir Spaß macht, alle Träume und Wünsche für immer aufzugeben und zu einem mürrischen alten Mann zu werden, dann bleib ich dort lieber. Hört auf zu streiten, das bringt doch nichts. Aber irgendwie stimme ich Josh so ein bisschen zu. Die Realität ist schon sehr unspaßig. Und teilweise so arg verzogen, dass man nicht mal mehr man selbst sein kann, sondern vorgeben muss, jemand zu sein, den man eigentlich nicht ist. Und das reitet einen tiefer in irgendwelche Gemütszustände, die einem mehr schaden als einem helfen. Wenn wir alle ein bisschen ehrlicher zueinander wären, auch auf Arbeitsstellen, ohne natürlich beleidigend zu sein, sondern einfach Mensch sein würden, dann wäre auch das berufliche und das reale Leben ein wenig weniger anstrengend, zumindest für die eigene Psyche. Finde ich. Ein ganzes Leben zu vergeuden auch nicht. Um dich mache ich mir auch keine Gedanken. Deine Noten sind gut. Du liest ja auch Bücher und puzzelst. Obwohl ich nie lerne und den ganzen Tag lese. Ich bin so protagonistisch. Dabei? Josh, wenn das so bleibt, erwarte niemals, dass ich dir aus finanziellen Notlagen heraushilfe. Keine Sorge, Dad, wäre mir nie in den Sinn gekommen. Ich hasse dich sowieso. Na, endlich sagt der Vater mal wieder was. Ich will sicher nicht so werden wie ihr. Lieber krepier ich. Boah, krass. Puh, ich muss ein wenig raus. Wirklich, nicht vom Computer. Du könntest auch Protagonist in deiner eigenen Videospielwelt werden. Na toll, es regnet auch noch. Wie klischeehaft. Und jetzt bin ich auch noch durch einen Türrahmen gelaufen. Oh nein! Hoffentlich hat das keinerlei Auswirkungen. Ah, die Map, die ich vorher nicht betreten konnte. Oh nein, ich sehe die Realität schon als Spiel. Und jetzt?
Also mit Shift geht ja nichts. Ich schätze mal, wir sollen einfach nur herumlaufen. Bisschen spazieren gehen. Da kommt man auch nicht ran. Ich klau mir jetzt einfach ein Auto. Wie in GTA. Hier vielleicht? Nee, die Änderung des Cursors sagt nichts aus. Das war einfach nur, ich habe ein bisschen außerhalb des Screens geklickt. Was sollen wir jetzt hier? Diese furchtbare, depressive und gleichzeitig wutentladene Phase. Ich muss überall herumklicken. Sollen wir uns irgendwo hinsetzen? Da, hier, klischeehaft. Ja, das war ja naheliegend. Da sind wir ja schnurstracks direkt hin. Puh, hast du denn nichts, was dir Freude bereitet, Dad? Alles aufgeben, alles vergessen, keinen Spaß mehr haben und nur noch leben, um Geld zu verdienen? Ist es das, wozu ich werden soll? Ach, mein viel tollerer, klügerer und besser aussehender Zwillingsbruder. Wusste ich doch, dass du hier bist. Sehr viel weiter weggehen kann ich ja nicht. Du könntest schon. Und du könntest eine etwas strubbeligere Frisur haben, wie zum Beispiel in deinem Charset, das man jetzt leider gerade nicht sieht. Ja, wenn ich vorhabe, als Gammel auf der Straße zu leben, dann ertrage ich doch lieber Dads Schimpfe. Ich wünschte, ach Alex, ich wünschte, ich könnte wie du sein. So awesome. Wie ich? Warum das denn? Weil du so bist, wie Menschen sein müssen. Du bist klug, du bist nett, hast eine hochattraktive Stimme und Lesen ist ein gesellschaftlich anerkanntes Hobby. Ja, das stimmt. So viel Schmeichelei ist man von dir gar nicht gewöhnt, hä? Aber ich weiß, was du meinst. Seufz, was soll ich nur machen? Bleib, wer du bist und vor allem, was du bist. Ich weiß nicht, ob ich das kann, aber ich will auch nicht aufgeben, was mir Spaß macht. Man kann sich schon in gewissen Grenzen verändern und manchmal ist es auch notwendig, aber man kann nicht seine eigene Persönlichkeit ändern. Mm-mm. Und so leer wie Dad werden. Das wirst du schon nicht, das weiß ich. Denn ich bin der zweite Protagonist. Ja, vielleicht. Ich gehe wieder heim, hier draußen ist es mir zu nass. Ja, mir auch, aber eigentlich will ich nicht schon heimgehen, da warten nur Dad und seine finstere Miene. Und das Spiel. Dad oder Spiel, Ich sollte es liegen lassen und mal wieder ein Buch lesen. Wenn ich nicht schon alle, die ich habe, durchgelesen hätte. Was? Mein Schrank voller Geschichten. Ach, deswegen liest er nicht mehr, er hat schon alles durch. Was soll's, so werde ich nur krank. Das stimmt wohl. So, dann geht's mal zurück. Hui! Ach Mensch, dieser Alex, der weiß einfach alles. Wahrscheinlich, weil er so belesen ist. Jetzt ist die Sonne schon rausgekommen und der Regen wird doch nicht weniger. Das eine hat ja auch nichts mit dem anderen zu tun. Lies mal ein Buch, du Arsch! Du unbelesenes Stück Scheiße. Na, der ist eine Videospielfigur. Ich nehme das nicht zurück. So, Bücher lesen. Lesen wir jetzt Erayu? Trinken wir Cola? Steigen wir wieder ins Spiel ein? Ich suche mir jetzt einen Job. Das sollte Tastengeklapper sein, aber nicht auf meiner Tastatur, damit ich nicht versehentlich die Aufnahme abbreche. Hä? Es ist mir egal, was Dad von mir hält. Ich will doch einfach nur wissen, wie es weitergeht. Deswegen kann ich doch kein schlechter Mensch sein. Und damit willkommen zurück zu Let's... Damit zurück willkommen bei Let's Play Erayu. Fahre fort. Hallo liebes YouTube und willkommen zurück bei Erayu. Das letzte Mal haben wir ein total krasses Abenteuer erlebt. Da waren wir in so einer Gedankenwelt und das hat mich voll weggeflasht. Und das Spiel war fast gemein zu mir, aber dann war es das doch nicht. Puh, da haben wir aber nochmal Glück gehabt. Also dann, dort würde ich nachsehen. Was ist da? Ein alter Schrein. Ich weiß nicht, ob das der Ort ist, den du suchst, aber außer kleinen Siedlungen gibt es im Norden nicht sehr viel mehr. Dann beginne ich meine Suche dort. Hier bellt ein Hund ziemlich laut. Im eisigen Norden. Also nicht im Spiel, sondern hier in der Realität. Ja, es gibt auch doch die Realität.
Im eisigen Norden, wo die Aurore am Himmel erblüht. Hab Dank, Herr Grau, für alles. Also nach Norden. Gut, das wissen wir so oder so. Vielen lieben Dank, Josh LP. Ich werde irgendwann besser sein als Naru LP, der mit seinen 1000 Abos. Ich hol dich schon noch ein, Dinkelberg. Norden, Leuchtturm, Süden, alte Höhle, Osten, Schrein. Aber besser nicht zu laut schreien. Es scheint, als wäre ich hier richtig. Wie kalt es ist, aber ich mag den Schnee. Ja, es ist vor allen Dingen auch mal eine sehr interessante Wechselung. Ein Wechsel in der Szenerie. Nun gut. Moment, was haben wir jetzt? Achso, naja, Zeug, hier, guck dir mal. Wir haben einen Wasserschlauch, darin kann ich Wasser aufbewahren und ich kann ihn jederzeit nachfüllen. Und einen Schal, ein warmer Schal. Herr Grau hat ihn mir gegeben. Ich will von den Bären gerne nichts mehr hören. Messer haben wir natürlich noch, mit dem wir alles machen können. Und das war's im Wesentlichen. Gut, aber ich würde sagen, das reicht dann auch von dieser Episode. Ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt aufgenommen habe. Ich hoffe, lange genug. Wenn euch die Episode gefallen hat, dann schaut auch in die alten, aktuellen oder zukünftigen Videos, denn dann habt ihr immer was zu tun. Und abonniert natürlich Naru LP, denn Naru LP ist viel besser als Josh. Bis zum nächsten Mal.